Juhu, Marcel. Ein Applaus für Marcel, komm, das dürfen wir doch mal haben. Marcel, schön, dass du da bist. Ein Applaus, juhu. Setz dich hin, wo du magst. Franz, Josef, setz dich auch hin. Wunderbar. Ja, wir haben wieder heute einen langen Tag. Aber erstmal schön, dass du jetzt so kurzfristig angereist bist, Marcel. Du bist ja in der Polit-Szene als Musiker unterwegs. Und wir haben hier jetzt schon seit gestern unser Okidok hier präsentiert mit vielen, vielen Referenten. Und es geht immer um den Spirit. Spirit, wo Menschen immer sagen, alles ESO und ESO-Spinner und wie auch immer. Wenn man sagt, wir sind alle eins, dann kommen sie an, ja, ist ein ESO, komischer ESO-Mensch. Aber dabei sind wir alle eins, verschieden eins und verschieden. Das habe ich gestern schon mal gesagt und das darf man mal zum Nachdenken geben. Die harten Fakten sind bei uns alle im Leben irgendwie. Und da können wir uns auch nicht von wegdenken. Du machst deine Musik in deiner Politrichtung, hat ja auch einen Grund, warum du das auch tust. Ja? Und wenn wir über den Frieden reden, hat das auch einen Grund, warum man das tut. Oder der Peter als Schamane, er hat ja den Weg gefunden. Genauso wie Franz auf seinem Weg mit der Frau 9 und noch vieles anderes, was er macht. Und der Michael mit seinem Taurus TV. Jeder hat so seinen Weg gefunden. Und ich sehe immer in der Gesellschaft die Problematik, ne, dass wir einfach, einfach gar nicht mehr hinschauen, was hier los ist. Wir träumen irgendwoher. Wie kann man die Menschen ein bisschen mehr erwecken, erwachen? Dass man auch mal ein bisschen mehr dran glaubt, ist nun die Musik das Richtige, die Vielfalt das Richtige? Das frage ich mich manchmal. Magst du schon was dazu sagen? Ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Frage. Also ich kann darauf erstmal antworten, was ich tue. Denn es gab ja seit 3 Jahren die Mahnwachen für den Frieden, wo so ein bisschen Bewegung reingekommen ist, wo auf einmal 8.000, 10.000 Leute auf dem Potsdamer Platz stehen und demonstrieren und sagen, so kann das nicht weitergehen. Und mittlerweile ist es etwas mau geworden, muss man sagen. Und ich begegne dem, indem ich jetzt mittlerweile seit Anfang des Jahres, seit man sich ohne Glatteis wieder auf die Straße trauen kann, jeden Freitag eine eigene Demonstration anmelde. Ich habe immer gesagt, ich bin Musiker, das soll jemand anders machen, sich um die ganze Organisation kümmern. Ich komme dann hin und spiele und ich habe gemerkt, irgendwie ist überhaupt keiner mehr da, der was macht und dann mache ich das jetzt selber. Und du hast recht, ich stehe in der Fußgängerzone und die Leute laufen an mir vorbei und ich sage, ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber wir befinden uns gerade im Krieg gegen Syrien. Hier fallen zwar keine Bomben, aber wir sind gerade im Krieg. Ja? Ist ja vielleicht mal ganz interessant, das nachzuvollziehen, auch dass das völkerrechtlich nicht okay ist, dass wir im Krieg sind, dass es verboten ist, ja, vor der UNO. Und es ist in der Tat so, dass die Leute vorbeilaufen und ich sage dann, ja, und du gehst jetzt noch schön shoppen bei Primark, ein T-Shirt für 2 Euro kaufen und so, das ist ja super, aber du hast natürlich auch immer Leute, die stehen bleiben. Also ich habe da, also da stehen immer irgendwie 20 Leute um die Bühne rum, teilweise ein bisschen weiter weg und hören von hinten zu und ich behaupte einfach mal, das sind 50 Menschen jeden Freitag, die ich erreiche, die anfangen irgendwie nachzudenken, dass hier vielleicht doch nicht alles so sonnig ist und launig ist, wie wir uns das immer vorstellen. Dass wir mit unserer westlichen Wertegemeinschaft vielleicht doch nicht die Guten sind, die vom Terror bedroht sind, sondern dass wir mehr die sind, die den Terror exportieren und noch viel mehr Menschen auf dem Gewissen haben als der sogenannte islamische Terrorismus. Das ist eine gute Frage, wie man da einen Wandel herbringen kann. Ich meine, ich tue es jetzt einfach. Es ist natürlich sehr müßig. Es wäre natürlich schöner, man hätte Szenen wie in den 70er Jahren im Bonner Hofgarten, wo 400.000 Menschen gegen die Stationierung der Pershing-2-Raketen der Amerikaner da im Bonner Hofgarten demonstrieren. Aber das waren auch noch andere Zeiten. Also da gab es Gewerkschaften, die haben sich für den Frieden eingesetzt. Da gab es Kirchen, die haben sich für den Frieden eingesetzt. Jetzt sitzt auf dem evangelischen Kirchentag der größte psychopathische Massenmörder aller Zeit, Barack Obama, mit dem Bombenwurfrekord 20 Minuten, alle 20 Minuten in 2016, das ganze Jahr durch, jeden Tag die Woche Bomben auf Menschen geworfen. Und der redete auf dem Kirchentag. So nach dem Motto, es ist schön, wenn der Himmel immer neue Seelen geschenkt bekommt, oder wie? Also das ist ja eigentlich nur noch eine Farce, ja? Und ich denke, vielleicht ist das auch was, was man sich gar nicht so zu Herzen nehmen muss, denn alles, was im Augenblick passiert, sind eigentlich so die typischen Endstadien des Kapitalismus mit so einem fließenden Übergang anscheinend in den Faschismus rein. Ich sage das auch immer wieder auf der Straße, fällt euch eigentlich nichts auf? Also hier wird jeder, der sagt, du, die Flüchtlingskrise ist aber nicht gut gelöst, wir haben aber mehr Verbrechen und so weiter, das sind schon halbe Nazis. Xavier Naidoo
ist ein halber Nazi, obwohl er ein Schwarzer ist, ja. Aber in der Ukraine unterstützen wir aktiv Faschisten. Und ich sage den Leuten immer, merkt ihr eigentlich nichts? Die Bundeswehr steht wieder an der Ostfront. Also in der Tat, Estland, Lettland, da sind unsere Soldaten. Also das war schon mal so. Ja, ich habe das Gefühl, die Geschichte wiederholt sich und keiner bekommt das irgendwie mit. Jetzt gibt es eine Autobahnprivatisierung. Wir haben die mit unseren Steuergeldern bezahlt. Ich meine, stell dir vor, du hast dein Haus bezahlt und dann kommt ein Typ zu dir und sagt, du, ich habe eine super Idee, ich verkaufe jetzt dein Haus und vermiete dir das hinterher zurück. Also das ist ja das, was sie mit den Autobahnen jetzt gerade machen wollen, wo man sich die Frage stellen muss, was ist mit den Menschen los? Oder ein klassisches Beispiel, in welcher Gesellschaft lebt ihr gerade? So mache ich den Leuten das auf der Straße an. Klar, ihr habt einen werdenden Präsidenten Trump und der sagt, ich möchte mit Putin reden und alle Zeitschriften und Zeitungen sagen, buh. Und dann wirft er die Mother of all Bombs ab und alle sagen, jetzt ist ihm das Blut ins Gehirn geschossen, jetzt ist er wieder normal. Da sage ich, was ist denn das für eine Gesellschaft, in der alle Zeitungen unisono da schreiben? Ich sage, das ist das Gleiche wie früher. Ich meine, früher seit der 1933 einmal in die Wochenschau gegangen, habe gesehen, ach, wir haben gerade Holland überfallen, jetzt geht's nach Russland rüber. Den gleichen Scheiß habt ihr heute nicht einmal die Woche, sondern 24 Stunden auf 1000 Sat-Kanälen. Ja? Aber merkt ihr nicht, dass es das Gleiche ist? Ne? Ja, klar, aber da kann man eigentlich nur drüber lachen, weil sonst müsste man ja die ganze Zeit weinen. Ja? Und das ist bestimmt auch nicht die Lösung. Und ich mache es einfach weiter und ich bin da wieder bei dem Satz, den ich schon zum 100. Mal wiederhole. Bert Brecht gefragt am Ende seiner Schaffenszeit, und was hast du jetzt mit deinen Theaterstücken und deinen Liedern so alles erreicht? Und er sagte als Antwort, ohne mich hätten sie es einfacher gehabt. Ja? Und das ist leider oder Gott sei Dank der einzige Anspruch, den man eigentlich haben kann, wenn man ja diese Welt wandeln will von diesem Wahnsinn, der da passiert, vor unser aller Augen passiert und der anscheinend aber ein Großteil der Menschen, ja, ist ja nicht nur in Deutschland so, geht ja auch in Österreich und der Schweiz, im deutschsprachigen Raum. Wir haben die Informationen, ja, aber trotzdem haben wir keine Realisation der Leute da draußen, was hier eigentlich gerade passiert und dass es eigentlich an der Zeit ist, nach draußen zu gehen und zu sagen, jetzt stoppt diesen Wahnsinn doch mal, ne? Aber was soll man tun? Weitermachen. Ja, es ist eine interessante Sichtweise und sicher richtig, Themen auch zu benennen und einfach etwas zu tun. Ich möchte dazu nochmal zwei bekannte Persönlichkeiten zitieren. Der eine war ein gewisser Herr Churchill, der gesagt hat, Politik ist nichts anderes wie die Kunst, das Volk mit der Lösung von Problemen in Atem zu halten, die man vorher künstlich erschaffen hat. Damit ist meiner Meinung nach zum Thema politische Bewegungen eigentlich alles gesagt. Es ist relativ sinnlos, sich dort auch in irgendeine Richtung zu engagieren. Und begründen möchte ich das mit Albert Einstein, auch ein relativ bekannter Zeitgenosse, der damals schon gesagt hat, ein Problem kann niemals auf der Ebene gelöst werden, auf der es entstanden ist. Auch da ist eben einiges dran. Warum sage ich das? Weil ich bin natürlich völlig bei dir mit den Dingen, die du sagst, ich habe den Friedensweg initiiert und versucht, ihn zu einer globalen Bewegung zu machen, die ist zum Teil auch schon passiert, ja nicht, weil ich zufrieden bin mit den Zuständen, die wir um uns herum eben im Außen so betrachten können. Im Gegenteil, also ich bin da überhaupt nicht zufrieden, so wie es eben ist. Ich merke aber eben, immer dann, wenn ich einem gewissen System die Energie entziehe, dann wird das System eben auch schwächer. Also so wie zum Beispiel das Geld in keinster Weise auf die Banken gehört. Also wenn Geld wo nicht hingehört, dann sind es die Banken. Eine der größten Verbrecherorganisationen der heutigen Zeit. Ist zwar alles irgendwie mit einem legalen Anstrich überzogen, aber wenn man mal darüber nachdenkt, dann muss jedem klar sein, das Geld gehört nicht auf die Bank. Davon abgesehen, dass nur Bargeld dein Eigentum ist und Kontoguthaben hast du nur Anspruch drauf. Also es gehört dir nicht, dein Kontoguthaben. Und das heißt also, im übertragenen Sinne, wir müssten dem System, wenn wir es ändern wollen, die Energie entziehen. Und beim Bankensystem ist es das Geld. Also wir müssen mit dem Geld sinnvolle Dinge andere tun. Und mit der politischen Landschaft oder mit all diesen Themen, die über da im Außen so passieren, der müssen wir eben auch die Energie entziehen. Und ich habe mal alle Wahlprogramme durchgelesen, der Parteien, die man momentan wählen kann. Keine hat drin stehen. Wir machen auch das Thema Steuerverschwendung mal strafbar. Wieso zum Beispiel Steuerhinterziehung nur? Keine Partei hat drinstehen, dass auch Straftaten einer politischen Partei oder eben von Organen einer Partei eben auch strafverfolgt werden können. Und solange diese Dinge nicht öffentlich gefordert werden
und du die Programme einfach durchliest, da steht eigentlich nur drin, warum die für nichts haften, was sie irgendwie da verbocken. Also ich habe da meine Zweifel, ob das sinnvoll ist, in das System einfach die Energie zu geben. Und wir sollten als Menschen auch nicht mehr fragen um Erlaubnis, was wir tun dürfen. Ist denn das erlaubt, dass wir jetzt für den Frieden, was machen wir zwei? Also es ist ja wohl klar, dass wir das einfach machen, weil wir es einfach jetzt machen. Also meiner Meinung nach ist die Zeit der Religionsführer vorbei, die Zeit der Politiker ist vorbei, die Zeit der Gurus ist vorbei, die Zeit aller möglichen Strömungen ist vorbei. Es sind jetzt wir Menschen, die gefordert sind. Wir müssen es jetzt einfach machen. Wir sind jetzt gerufen, in die eigene Meisterschaft einfach zu gehen. Und ich habe da auch nicht für alles jetzt eine Patentlösung, aber ein guter Weg ist auf jeden Fall, wenn du ein Thema entdeckst, für das du gehen kannst, also wenn dein Herz überquillt quasi vor Energie, vor Freude oder auch mal vor Wut, also dann kannst du ja ziemlich sicher sein, dass du dein Thema entdeckt hast. Und Musik ist ein wunderbares Medium, die Menschen zu erreichen. Also was wir auf unseren Friedenskonzerten erleben, sei es, dass wir jetzt mit normaler Musik was tun, sei es, dass wir Meditationen veranstalten. Wir können heute messen, wenn wir wie in München mit ein paar hundert Leuten für den Frieden meditieren. In München gibt es seit 28. Mai weniger Verbrechen als vorher. Und das kann einen Zusammenhang haben und das haben eigentlich viele Meditationen, die man in der Gruppe tut, immer schon bewiesen. Wir müssen einfach was Neues kreieren und eben nicht mehr im Widerstand gegen das alte System, weil wir stärken nur das alte System, wenn wir so im Widerstand sind, sondern wir müssten meiner Meinung nach eben lösungsorientiert für etwas sein. Und da ist der Friedensweg nur einer von vielen möglichen Wegen, aber nicht nur im Außen, auch im Innen. Und ich merke es einfach an mir, so wie sich mein Umfeld im Außen verändert. Salopp formuliert kann ich sagen, ich habe vor 10 Jahren deutlich mehr Arschlöcher getroffen als heute, obwohl die wohl nicht weniger geworden sind. Aber man zieht eben andere Menschen vielleicht an, je nachdem, wie dein innerer Zustand eben ist. Und da arbeite ich bei mir sehr, sehr stark dran, also so innen wie außen. Und natürlich hast du schon recht, man muss die Menschen durchrütteln, aufklären, Informationen transportieren. Das mache ich auch mit meinen Vorträgen zum Thema Finanzsystem, Bargeld, weil Information ist schon wichtig, aber die soll eben nicht dazu führen, dass wir dann in den Konflikt gehen, gegen etwas zu sein, sondern in ein eigenverantwortliches Nachdenken, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und über das Nachdenken kommt man in der Regel auch dann zu einer Entscheidung, die man in eigener Verantwortung trifft. Und wenn wir es gemeinsam tun, kann man sagen, wir sind die, auf die wir alle gewartet haben und gemeinsam kriegen wir es hin. Also auch, dass der Krieg weniger wird und der Frieden mehr. Fast wie gestern bei der Podiumsdiskussion. Es geht immer um Bewusstsein und ich bin der Meinung, jeder sollte sich selber Gedanken machen, was kann er tun. Ich selbst bin der Meinung, ich bin kein Kämpfertyp, ich gehe jetzt nicht raus und motz gegen alle, sondern ich sage, danke Angie, du machst so einen Scheiß, dass die Leute aufwachen dadurch. Ja? Also sie hat auch was Gutes in sich. Und jeder sollte sich Gedanken machen, was kann er dazu beitragen, was Neues zu kreieren. Und wenn jetzt Marcel sagt, er macht das mit Power und durch seine Musik und er ist eigentlich mehr der Kämpfertyp, dann ist das sein Bewusstsein und sein Machen und das gehört auch dazu. Meinst du es nicht? Und Erich seins auch nicht. Der verkauft lieber sein Haus und geht zum Friedensweg und finanziert damit seine tolle Sache. Und so sollte sich jeder Mensch einfach selber Gedanken machen. Klaus stellt hier ein Riesending auf die Beine, 3 Tage und so macht jeder sein Ding. Ich mache Toros TV nur als Aufwecker, als Türöffner. Ich versuche die Interviews möglichst kurz zu halten und dann auf etwas hinzuweisen, was es da noch gibt. Und mehr mache ich nicht, weil die Leute selber ins Tun kommen müssen und selber überlegen müssen, gehe ich weiter in die Materie, in die Energie oder nicht. Ja. Und deswegen sollte sich selber jeder überlegen, was kann er tun. Ob das jetzt Schamanismus ist, ob das Meditation ist oder Banner an die Wand hauen und irgendwie sagen, Leute, wacht auf oder Musik machen. Cool. Ja, das System wird aber immer mehr, ich meine, es ist ja eine Aussage gewesen von Herrn Voggenhuber, dass im Haus der Europäischen Union, ist auch Wokitalk auch im Archiv drin, ja, die Esoteriker und den spirituellen Bereich, da müssen wir noch was dafür tun, das wird nicht so bleiben, so in der Art, mit diesen Worten hat das verfasst und das ist schon eine sehr harte Aussage, mit anderen Worten,
diese andersdenkenden Menschen, was eigentlich der natürliche Zugang ist, den wir eigentlich in uns tragen sollten, der wird anscheinend auch gerne bekämpft. Selbst von der großen Politik aus. Und da frage ich mich, hat er noch nicht gelernt, was Natürlichkeit ist? Wie kommen die mit solchen Aussagen an? Dass dann Spalt und Herrsche passiert, ne? Das sehen wir ja überall in den Informationsmedien, die uns ja eigentlich die Aufklärung geben, aber geben sollten. Und wohin das alles hin entgleist, die Menschen sind unzufrieden, dann du bist der depperte Ellenbogengesellschaft, das sind ja alles diese Strukturen. Und wenn ich aus der Pädagogik komme, dann sehe ich für mich einfach erstmal einen Lösungsansatz. Und ein Lösungsansatz kann erstmal nur sein, dass wir erstmal verstehen lernen dürfen und sein dürfen. Würden wir Menschen in uns mal reinschauen, was brauchen wir? Essen, Trinken, Dach über Kopf, Kleidung. Das ist doch das Ding, ohne Angst zu leben. Ne? Und warum seid ihr denn diese Charaktere, muss man ja auch mal dann fragen. Ja? Hat ja einen Grund, es ist ja auch geformt worden, das Ganze. Da werden ja dann auch aus Angst vom System so Worte kreiert wie Reichsbürger. Man könnte ja mal durchzählen, wie viele Menschen in der Kirche die dritte Zeile des Vaterunser sprechen. Dein Reich komme. Ich lasse es nur mal wirken. Anschließend betreffend das Neue, weil da sehr vieles Neues entstanden ist oder von Neuem gesprochen wird. Ich habe so eine Philosophie aufgestellt. Wir sind aus Generationen und Generationen übergreifend immer geboren und jede Generation hat ihre Aufgabe. Ich bin 65 geboren und habe meine Aufgabe gefunden, um einfach junge Menschen, die was vielleicht in den 80er Jahren geboren sind, zu begleiten, dass sie den Mut haben, das Neue zu schaffen. Sie haben alles. Sie haben die Weisheit, sie haben den Mut und sie wollen unabhängig sein gegenüber dem, was sie erleben. Sie reagieren schneller, sie agieren schneller, aber es fehlt ihnen auch noch dieser Antrieb, das Neue wirklich für den anderen zu erschaffen. Sie haben alles in sich, sie wollen es, aber sie sind geprägt von einer Erziehung oder von dem Leben, was wir ihnen vorgelebt haben. Und wenn wir das Neue, ich mit 52 Jahren muss ich nicht Neues erschaffen. Ich stärke die Jungen, dass sie das Neue erschaffen für die Nächsten. Dass sie wieder die Verbindung zu ihnen bekommen, dass sie sagen, ja, ich probiere was Neues, das was noch nicht passiert ist. Weil das ist meine Gabe und ich bin überzeugt, dass ich das machen kann. Und ich glaube, da ist auch ein Teil, wo wir Älteren, alten Weisen, einfach die Jungen einfach auch begleiten dürfen. Ja. Aber nicht mit Beeinträchtigungen, nicht mit Beeinschränkungen. Weil jede Generation hat einfach eine Aufgabe mit. Und da nehme ich einfach, das habe ich so entdeckt, weil ich jahrelang mit Generationen gearbeitet habe, die was jünger waren als ich. Und jeder möchte einfach da etwas tun, hier auf der Erde, eine Aufgabe haben. Ja? Eine Aufgabe, die was ihm erfüllt. Jetzt haben wir aber das Außen, das was uns immer zeigt, dass wir nicht viel machen können. Ja? Dass wir beeinträchtigt sind, dass wir Grenzen überschreiten müssten, aber jetzt nicht Grenzen überschreiten, die was wir selbst überschreiten müssen, weil wir das Neue einfach entdecken erst in uns müssen, ja? Und dann auch tun. Und ich sage, das ist grenzenlos, weil die Ideen, was jeder für sich hat, wo er sich auseinandersetzt, wo er stundenlang Träume hat, Wünsche hat in sich, das dann realisieren, auf die Erde zu bringen, für andere wieder einen Platz zu schaffen, weil diese Arbeitsverhältnisse, was wir haben, das ist ja nicht menschlich mehr, das ist ja keine Menschlichkeit, das ist kein Zwischenmensch. Aber die Jungen, wenn sie diese neuen Plätze schaffen, werden sie wieder Menschen in einen Arbeitsprozess oder in einen Prozess gemeinsam führen, wo gemeinsam was entstehen kann wieder, miteinander. Aber das ist eine ganz andere Ebene, wird passieren, weil jeder seinen Teil dann ausführt in einer Gesellschaft, wo jeder wirklich seinen Teil tut als Gruppe. Und dann kann er was entstehen lassen. Der Umbruch, was jetzt geschieht, ist einfach, wir nehmen uns, viele Menschen nehmen sich Vorbilder, rennen denen nach, aber wenn was zum Verändern war, verschwinden sie. So wie es du gesagt hast, am Anfang so viele,
Und dann sind sie plötzlich weg. Warum? Weil dann ist es nicht mehr interessant. Weil dann müsste ich was verändern. Und dann ist es nicht mehr interessant. Und dann stehst du allein da. Du bist nur interessant am Anfang. Weil da ist euphorisch, da ist eine Gruppe, wow, das ist was Neues. Und da kann ich was machen. Aber wenn es länger dauert, anhaltender, wahrer wird, dann ist es unwahr für die Menschen. Ne? Um nochmal auf das einzugehen, was der Klaus gerade sagte, ja. Also als zu sagen, ja, so Esoteriker, die müssen wir jetzt angehen und so weiter und so fort, da darf man sich aber doch, wenn ich das richtig verstehe, als Esoteriker eigentlich gar nicht drüber beschweren, oder? Weil letzten Endes ist ja die exoterische Weltsicht, also die normale Weltsicht, die, dass man auf die Welt guckt und die hat mit allem überhaupt nichts zu tun. Und in der Esoterik, das ist ja der einzige Unterschied, Esoterik ist ja an sich nicht schlimm, es ist ja nur eine andere Philosophie, wie man die Welt sieht, steht man halt in der Welt und die Welt ist der Spiegel seiner selbst. Das heißt, wenn wir es alle nicht schaffen, ja, die Leute dazu zu bewegen, wirklich einen gesellschaftlichen Wandel hervorzurufen, dann sind wir da doch eigentlich selber dran schuld. Und das ist eine interessante Frage. Also die würde ich wirklich gerne mal mit einem Esoteriker, ich bin ja kein Esoteriker, dass ich da so tief drinstecken würde. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz interessante Weltsicht. Aber ich stelle mir natürlich auch die Frage, wo du gerade sagtest, meine Sache ist der Kampf. Aber ich sehe auch, dass ich nicht sehr erfolgreich damit bin. Ja, also nicht, dass ich gar nicht erfolgreich damit wäre, aber gerade in der letzten Zeit ist es doch auch extrem hart geworden. Die Widerstände werden immer größer, Gerichtsprozesse sind mir passiert, immer weniger Knete kommt rein, Geld ist leider Gottes auch Energie, wo immer sie auch liegt, man kann mit Geld was kaufen, was machen, baue ich da nur mein Pavillon auf oder stelle ich da auch noch jemand mit Friedenstauben, Helium, Ballons dazu, ja, wenn ich Geld habe, kann ich das machen, passiert aber nicht, ja, und die Leute ziehen sich zurück und aus esoterischer Weltsicht müsste ich mir jetzt die Frage stellen, was mache ich falsch, ja, was ist das, was ich mache, weshalb immer weniger Leute sich anscheinend dafür zu interessieren scheinen, einen gesellschaftlichen Wandel herbeizurufen. Also die Frage würde ich dann noch gerne mal in die Runde geben, weil da erhoffe ich mir auch Antwort und Besserung meiner augenblicklichen Lebenssituation von. Aber wenn mir das jetzt gerade gekommen ist, wie du erzählt hast, meine Frage, was ich da stellen möchte, was machst du für dich? Was machst du für dich selbst? Weil du hast erzählt, du machst vieles für andere, ja? Aber was machst du für dich selbst? Weil du hast ja gefragt, warum der jetzt der Fluss abgedreht wird. Ja. Das ist eine sehr gute Frage. Also Musik machen mache ich für mich selbst. Ich bin gerne kreativ, aber damit beantworte ich mir gerade schon selbst die Frage. Ich habe in letzter Zeit kaum noch Musik gemacht. Also ich habe kaum noch neue Musik geschrieben. Ich hatte eigentlich das Bedürfnis, auf tagesaktuelle Themen einzugehen und zu sagen, weißt du was? Mir geht dieses Gestreite zwischen Pegidas und Linken bezüglich der Flüchtlingskrise auf den Sack. Lass uns doch mal die Namen der wahren Profiteure nennen und die Pegidas und die Linken und die Flüchtlinge alle mit ins Boot nehmen und sagen, ey, ihr habt doch alle eigentlich eins gemeinsam. Ihr wollt alle nicht, dass Menschen zu Flüchtlingen werden. Jetzt lasst uns mal dagegen demonstrieren und rausfinden, wer eigentlich davon profitiert, dass Menschen zu Flüchtlingen werden. Ja? Und dann würde ich dann einfach tagesaktuell mich hinsetzen und schreiben ja, irgendwo hingehen und sagen, so, du bist jetzt mein Kameramann und du bist jetzt mein Postproducer und jetzt machen wir einen neuen Song und schaffen mal bei den Leuten da draußen Bewusstsein. Und das ist zum Beispiel was ich gerade total gerne machen würde, was einfach monetär im Augenblick nicht funktioniert, ja. Und das ist das, was ich eigentlich für mich tue, aber da hast du schon recht, da merke ich, ich bin eigentlich mehr im Augenblick mit der Abwehr beschäftigt, der Angriffe von außen, die ich ja auch irgendwie anzuziehen scheine, denn meine Themen sind ja durchaus provokativ, kann ja nicht anders sagen, ja. Keine Ahnung, was ich da tun soll, aber eigentlich sollen das schon meine Themen bleiben, weil diese Themen schaffen ja Bewusstsein. Sie bieten vielleicht noch keine Lösungsansätze, aber zumindest muss man ja erstmal feststellen, hallo, ich stehe gerade bis zum Hals in der Scheiße, vielleicht sollte ich mich langsam mal kümmern, da rauszukommen. Das ist ja mein Anreiz, die Leute dahin zu bewegen. Insofern hast du schon recht, dass ich wahrscheinlich im Augenblick wirklich weniger für mich selbst mache, als dann ein Kampfführer vielleicht, der immer noch Leute erreicht, aber nicht mehr so viele, wie es das noch vor 3 Jahren getan hätte. Ne? Es wird immer weniger, wenn du so weiter tust. Ja, ich kann alles, was hier gesagt wurde, grundsätzlich nur mal bestätigen.
Was überraschend ist, wenn man in einer Runde sitzt und es wird aus so verschiedenen Blickpunkten so verschiedene Themen angesprochen und man hat noch vorher nie daran gedacht, das so zu sehen, aber man versteht es augenblicklich, dass das so sehbar ist. Das heißt, es gibt eine Ebene der menschlichen Grundvernunft, wo man nach einer gewissen Leidenserfahrung ankommt und man tut dann nichts anderes als das Unnötige weglassen. Und was dann überbleibt, ist ziemlich richtig. Falls es noch immer nicht richtig ist, tut man möglicherweise noch immer was zu viel. Ja. Das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist, dass man zu wenig tut. Weil das Tun, das muss auch in Balance sein. Und wir, die wir da sitzen, mehr oder weniger als die Protagonisten, die ja, das Leid nachweisen können, das sie durch die Angriffe bekommen haben, die sie abwehren haben müssen und daraus ihre Erfahrung ziehen, die haben aufgrund dessen, dass sie früher aktiv geworden sind, was aber überhaupt kein Verdienst ist, sondern es wird jeder mal aktiv, die sind halt gerade ein bisschen früher dran gewesen, also insgesamt nichts Besonderes, aber die bringen eine Erfahrung rein in die Zeit, die anderen noch nicht zugänglich ist, weil die haben von den jetzigen Regierungen noch nicht so aufgelegt gekriegt, dass sie gesagt haben, so geht es nicht weiter. Das ist aber das, was gerade läuft, dass immer mehr aufgelegt wird. Ihr müsst für die Autobahnen zahlen, das neutrale Österreich kommt zur NATO und steht an der russischen Grenze. Das ist überhaupt das Schmankerl schlechthin da. Hat die Welt noch nicht gesehen? Wir haben eine neue grüne Spitzenpolitikerin, die sagt, der Zwergenstaat gehört aufgegeben und Neutralität ist aus dem vorigen Jahrhundert. Nur unsere Kampfkraft in der NATO bringt uns gegen Russland weiter. Das weckt Menschen auf. Wir können es nicht aufwecken. Das weckt die Menschen auf. Aber wir können die sein, die es darstellen und sagen, Moment einmal, das passt wirklich nicht, wenn du das Gefühl hast, das sollte nicht passen. Ich habe auch das Gefühl, das sollte nicht passen. Und da kommen wir jetzt zur Verbreitung von dem Bewusstseinszustand, um den es da geht. Nicht? Egal auf welchem Hügel, dass man sitzt, man sieht, wo der andere sitzt. Das Wichtigste ist der 1-zu-1-Kontakt. Man muss der was? 1-zu-1-Kontakt. Man muss mit einem Freund das ausreden. Man muss sich um einen Einzelnen kümmern, so wie man selber wen gehabt hat, der sich um einen Einzelnen kümmert hat. Das bringt wirklich weiter. Das ist die innere persönliche Geschichte. Das heißt, wenn dieser Freund für den Esoteriker auftaucht, mit dem ich in aller Ruhe die Sachen besprechen kann, dann hat er schon zur Hälfte gewonnen. Nicht? Weil dann hat er den Freund, den spirituellen Freund. Den hat er vielleicht vorher nicht gehabt. Das ist das Innere, das wirklich Innere. Das Zweite ist dann dieser 1-zu-1-Kontakt, die Ansprache der Öffentlichkeit. Und das ist ein zentraler, wesentlicher Punkt. Und da können wir nichts anderes tun, als mehr oder weniger, ja, du machst die Musik, du machst das, ich mach das, der Klaus macht das, da braucht man nicht überlegen. Weil damit wir gesund bleiben, du gesund bleibst, 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 muss jeder genau das machen, was er macht. Stell dir vor, ich muss singen und du musst Software schreiben. Habe ich mal gemacht. Okay. Na, alles klar. Das heißt, wir müssen das 360-Grad-Spektrum sehen, wo man jeder sozusagen ein Segmenterl ausfüllen. Nicht? Das sollte uns möglich machen, dass wir das andere Segment nicht mehr ins Unrecht setzen, weil wir es nicht mehr als Gegner erleben, sondern als Komplementär, was auch dazugehört. Das heißt, wir müssen diese Standpunkte finden, wo wir Übereinstimmung erzielen können. Wir haben einen Standpunkt gefunden, wo die roten, schwarzen, grünen Neos und was man sonst nur in Österreich Wähler und die Nichtwähler einen gemeinsamen Standpunkt, den sie einnehmen können.
Es ist unabhängig davon, was ich wähle, es wird sowieso das gemacht, was die Banken ansagen. Damit muss der Rote mit dem Schwarzen nicht mehr streiten, wofür er wählt, weil beide wissen, dass es keine Auswirkung auf die Zukunft hat. Und damit kann sich der Wähler mit dem Nichtwähler aussöhnen, weil der Nichtwähler weiß das auch schon, dass es wählen nichts hilft. Es brauchen nicht die Roten und die Schwarzen verstehen, dass es nichts hilft, nachher hören die zum Streiten auf miteinander. Und wenn aber das Wählen sinnlos wird, dann kommt es zur Eigenverantwortung, weil irgendwer muss die Gemeinschaftssachen führen und das passiert bei uns in den Gemeinden, das ist das Konzept, das wir haben. Nicht? Das heißt, wir brauchen eine Repolitisierung des Gemeindebürgers, damit der sich um die Gemeindebelange kümmert. So, das war jetzt lang. Ich gebe den Klaus zurück. Du hast einen Ansatz. Ich wollte aber zu dir nochmal ganz kurz was sagen, dann magst du erst. Ne? Zum einen Musik finde ich wunderbar. Ich habe auf einer Recherchereise für mein Buch in den USA letztes Jahr einen Text geschrieben beim Autofahren, mehrere sogar, und einer davon heißt Michel, steh auf. Der spielt ein bisschen darauf eben ab, dass der deutsche Michel eben tief und brav schläft und immer noch nicht aufwacht, egal was passiert. Also ich habe schon ein bisschen rumgedockt, aber ich bin selbst kein Musiker, aber wenn du magst, ich gebe dir den, vielleicht kann man da was draus machen. Der Text ist wirklich cool und dann kannst du wieder dein Ding machen, eben mit Musik die Menschen erreichen und aufwecken, und ich kann dir nur zustimmen, jeder muss das machen, was er eben macht, sonst wird er eben auch krank, und ich kann auch nicht mehr als wie eben für etwas sein. Dennoch, zu deiner anderen Frage, Esoterik, ich werde seit neuestem Jahr von Institutionen als sogenannter Rechtsesoteriker bezeichnet, also ich weiß ein bisschen, wie sich Esoterik dann auch anfühlt. Aber du hast ja eigentlich selber gesagt, so wie innen so außen, also was dir im Außen begegnet, und wenn dir da eben der Kamm schwillt und du in die Wut kommst, dann sagst du immer auch etwas eben über mich selber. Und ich hatte vorher mir erwähnt, ich habe vor 10 Jahren deutlich andere Menschentypen getroffen als eben heute. Und ich bin heute einfach mit einer Ausrichtung zum höchsten Wohle aller unterwegs. Ich berücksichtige das 7-Generationen-Denken der Naturvölker in meinen Entscheidungen, was Konsum und dergleichen anbelangt, und ich behandle eigentlich jeden so, wie ich selber behandelt werden möchte, und erreiche da irgendwie total viele Menschen. Also dieses Thema für etwas zu sein mit diesem Friedensweg ist ja nicht so am Anfang, das ist jetzt neu und nach 4 Wochen war es das wieder. Im Gegenteil, es sind hunderte, nämlich tausende von Projekten, die einfach durch die Dinge, die wir gemeinsam gestalten, jetzt plötzlich in die Umsetzung kommen. Also ob das jetzt landwirtschaftliche Flächen sind, wo sich Genossenschaften bilden, wo Dörfer in die Selbstversorgung kommen, und schau die ganzen Transition Towns, essbare Städte und dergleichen an. Also es gibt so viele Lösungen. Ich habe es heute in irgendeinem Referat auch mal nebenbei gehört, es ist eigentlich alles schon da, was wir an Lösungen brauchen, wir müssen es nur noch machen. Und das ist, glaube ich, mit das Entscheidende, dass wir jetzt eben in die Handlung kommen mit den Talenten, die wir haben. Weil alle Lehrer haben es gesagt, Weltfrieden werden wir nicht erreichen, nur durch Beten und Meditieren alleine. Wir müssen es jetzt tun. Und das ist genau der Punkt, dass wir alle gemeinsam, aber alle Menschen jetzt in die Handlung kriegen. Und mit diesem Umsetzen von Dingen zum Wohle aller können wir eben eigentlich alles kreieren. Und wir müssen uns halt klar sein, wie viele wir eigentlich sind. Und wir haben es beim Deodorant ja geschafft, dass es jetzt Fernsehwerbung gibt, Deo ohne Aluminium. Also wenn wir einfach die Dinge benennen und als Verbraucher unsere Macht quasi ausüben, dann können wir alles ändern. Und ein simpler Rat auch dazu, also entweder die Fernsehantennenbuchse zuspachteln, dann hast du auch keine Diskussion mehr, wenn Besuch kommt, weil es ist technisch nicht möglich, Fernsehen zu gucken. Und ansonsten, wenn du mal in die Verlegenheit kommst, dann überleg einfach, für was wird Werbung gemacht und was wird nicht beworben. Oder hast du schon mal Fernsehwerbung für Karotten gesehen? Für Karotten. Also Karotten sind eher gesund, braucht jeder, und für was man nicht braucht, wird halt Werbung gemacht. Also die Aufmerksamkeit in die Dinge lenken, die lösungsorientiert sind, selber vorausgehen, einfach Dinge umsetzen, Menschen begeistern mit deinem Herzblut, und wenn es die Musik ist bei dir mit den richtigen Inhalten, dann mach das, und irgendwie die Energie aus diesem gegen etwas und demonstrieren vielleicht ein bisschen runterfahren. Dinge kann man auch anders benennen, und außerdem wird demonstrieren viel zu oft mit E geschrieben. Genauso wie Demokratie wird auch viel zu oft mit E geschrieben.
Also insofern, lass uns auf die Lösungen konzentrieren und da die Energie reingeben und wir sind eh alle miteinander verbunden. Ursache, Wirkung. Da fällt mir ein. Ja? Wir sehen das ein bisschen differenzierter in unserer Analyse, denn man muss zuerst das Problem kennen, damit man die Lösung dazu finden kann. Das heißt, ich muss mich sehr wohl mit dem Problem analytisch beschäftigen. Das mache ich am besten emotionslos, also wirklich in Klarheit, dass ich dann den Bereich finde, in dem das Problem wirksam wird, dass ich dann die Gegenmittel finden kann. Es wird nicht gehen ohne die Problembenennung und das machst du super gut, sodass es auch verständlich ist. Und es geht natürlich auch nicht ohne die Präsentation der heute schon verfügbaren Lösungen dann. Nicht? Und da fehlt eigentlich ein bisschen die Musik, die das präsentiert, was an Lösungen schon da ist. Und da gibt es so viele tolle Geschichten, die schon da sind. Gemeinden, die essbare Gemeinde gemacht haben, da wird kein Gemüse mehr reingeführt in den Supermarkt. So mehr die Sachen, die schon da sind. Das finnische Schulsystem, nicht? Gesetzlich verankert, maximal 20 Stunden, keine Hausaufgaben. Die sind dreimal so hoch im PISA-Test wie alle anderen, weil die Hausaufgaben intelligenzblockierend sind. Das ist nachgewiesen. Ich meine, wenn man so die Musik in der Richtung, nicht? Das sind die Lösungen. Ja, es ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, wirklich mal die Systemalternativen vielleicht auch mal musikalisch zu besingen. Also ich glaube, bei mir war es bis jetzt immer so ein Anreiz, die große Sauerei nach vorne zu stellen und zu sagen, das geht ja wohl so nicht. Aber in der Tat, ich denke, das ist mit Sicherheit mal eine Lösung. Also ich sehe es ja selber in meinem Repertoire. Ich glaube, ich habe so 2 oder 3 Lieder, die quasi Systemalternativen beschreiben und der Rest ist eigentlich schon eher der Zeigefinger. Mal gucken, probieren wir es mal aus, ob es funktioniert. Aber wie gesagt, ich kann nur sagen, also dass natürlich, wenn du auf einer Bühne stehst und dich regt dann irgendwas, also die Aufregung, die du nach draußen transportierst, ist natürlich auch immer ein Aufhänger. Auf der Straße ist es so, dass die allermeisten Leute stehen bleiben, wenn irgendein Typ sich direkt vor meine Nase hinstellt und sagt, dich sollte man in den Knast stecken, die ganzen muslimischen Terroristen da draußen und das findest du gut. Ich sage, nee, habe ich nie so gesagt, aber dann fange ich an, mich mit dem auseinanderzusetzen und dann bleiben die meisten Leute stehen. Also wenn es am emotionalsten ist, ja, wenn es am kämpferischsten ist, so wer prügelt sich denn da jetzt gerade? Und damit spiele ich natürlich auch ein kleines bisschen, also ich bin zu keinem despektierlich oder so mitnichten, aber ich merke auch, dass wenn ich jetzt nur diese Fakten so, ja, wir müssen im Prinzip Angela oder Martin Schulz dafür dankbar sein, dass er uns, indem er gesagt hat, Flüchtlinge sind wertvoller als Gold, verraten hat, dass er eigentlich nur Leute für die Niedriglohnindustrie und neue Konsumenten und jemanden für den demografischen Faktor braucht, aber das einfach nur so runterzurasseln, dann laufen die Leute mit ihren H&M-Tüten halt weiter, ne? Also insofern denke ich schon, dass es darum geht, auch ein bisschen was zu präsentieren. Aber ich beherzige das mal mit den positiven Lösungsansätzen. Das passt ja auch gut zusammen. So ist es und so könnte es sein. Also gucke ich mal, ob ich mich mal dahin entwickle. Passt vielleicht ganz dazu, das Vorbild, weil du ihn genannt hast, Xavier Naidoo zu nehmen. Was wir alleine nicht schaffen, schaffen wir zusammen oder ich bin frei. Und das sind genau die Texte. Und er benennt es aber trotzdem auch. Halt nicht so offiziell. Aber da gibt es ja das schöne Video von Vox, glaube ich, was immer wieder gelöscht wird im Internet, wo er den Text umgeändert hat. Aber er macht es durch die Blume und seine Texte sind eigentlich meistens recht positiv. Interessanterweise ja mittlerweile nicht mehr. Mit Marionetten hat er sich ja quasi, also ich hatte auch schon das Vergnügen, mit Xavier Naidoo sprechen zu dürfen. Und man hat ihn da schon stark malträtiert. Ja. Er hat ja vorgehabt, da so einen Ton- und Filmstudio-Komplex in Mannheim zu etablieren. Und nachdem er dann auf der Friedensdemonstration war, die ja immer fälschlicherweise irgendwie als Reichsbürger-Demo da irgendwie dargestellt hat, was immer das auch sein soll, ging es ja im Prinzip los. Und jetzt hatte er mit dem Song Marionetten
eigentlich nochmal klar gemacht, dass unsere Politiker das sind, was sie sind, nämlich Marionetten, ja, hat aber für aber ja noch, noch eine stärkere Ächtung erfahren. Ich bin total froh, einen österreichischen Künstler namens Killes Moore, einen Kollegen von mir, den ihr hoffentlich auch alle kennt, wenn nicht, dann müsst ihr den kennenlernen, den beglückwünschen zu können. Er hat es jetzt geschafft, auf Platz 30 in den deutschen Albumcharts einzusteigen. Ja, also das ist so ein bisschen sowas wie die Nummer mit den Supermärkten, die eben keine importierten Sachen, sondern regionales benutzen. Ja, es scheint zu, oder nämlich, Entschuldigung, mit dem Aluminium, ja, weil das hat eigentlich nie jemand wirklich öffentlich geäußert. Kein großer Umweltverband, ja, die halten ja sowieso alle die Fresse. Greenpeace und WWF sind ja auch nur noch, damit sie ihre Wahltanker bezahlt bekommen, halten die ja von sämtlichen Problematiken, was Himmelverschmutzung, sage ich jetzt mal ganz neutral, oder Mobilfunkstrahlung, halten sie schön in die Fresse, ja. Aber wie gesagt, Killes Moore ist jetzt da in den Charts, in den deutschen, da sieht man ja, dass da schon so ein Potenzial da ist, ne? Aber dann habe ich persönlich für die wieder die Angst, dass es runtergespült wird, weil sie bei Xavier nach Marionetten gesagt haben, du, WDR 2 spielt Xavier Naidoo jetzt nicht mehr. Na, ich meine, das heißt nicht, dass er ganz von der Bildfläche verschwunden ist, aber das ist schon ein gewaltiger Sender bei uns in Nordrhein-Westfalen. Und auch hiphop.de beispielsweise, die sich auf alle neu ankommenden Alben freuen und sagen, hier kauft von Kraftklub die CD und von dem die CD, Killes Moore wird nicht erwähnt. Obwohl der in dieser Preview auf Platz 19 gehandelt wurde. Man schätzt ja immer so die Verkäufe des nächsten Monats. Und jetzt auf 30 eingestiegen ist, wird der einfach komplett ignoriert. Ne? Also da sieht man vielleicht auch, damit bestätige ich eigentlich nur das, was du sagtest, nämlich, dass wenn du versöhnliche Töne anschlägst, du sozusagen die Zustimmung vom Außen bekommst und machst du einen Song wie Marionetten, wo du sagst, hör mal, ihr seid nichts weiteres als Steigbügelhalter und Gutsverwalter, was ja auch stimmt, ne? Damit echauffiert er natürlich einige Leute da draußen und schon kommt die Repression, dass er auf einmal sogar boykottiert wird. Da war ja vorher noch gar keine Rede von, ja, Xavier nicht mehr zu spielen, sondern man hat nur gesagt, ja, der hat sich mal vertan und eigentlich ist er ja ganz nett und so. Und je offensiver er wird, ne? Desto stärker wird er auch behagt. Ne? Und Killes hat natürlich auch harte Themen auf seiner CD drauf. Ne? Und ich freue mich total und muss Killes hier nochmal beglückwünschen, dass er wirklich es geschafft hat, in den deutschen Albumcharts reinzukommen. Ist auch eine tolle Leistung. 2 Jahre hat er dafür gearbeitet. Ne? Und ich hoffe einfach nur, dass er jetzt nicht trotzdem komplett ignoriert wird und das eine weitere Auswirkung hat, so wie bei dem Aluminium. Ja. Ja, was ist es jetzt? Ne? Richtig Gas geben, nach vorne preschen und auf die Fresse und sagen, so ist es? Oder zu sagen, ich versuche versöhnlich zu sein. Vielleicht ist es irgendwas in der Mitte, ich weiß das nicht. Ja, ja, so eine Mischung, die überläuft, ist wirklich auch ganz wichtig und vielleicht auch gerade beim Thema Musik. Also wir haben auf der CD Friedensweg, die wir jetzt auf den Markt gebracht haben, die ist irgendwie auch vom Himmel gefallen. Musik verbindet offensichtlich sehr stark, da sind Texte dabei, eben die Dinge benennen. Es sind aber auch wunderbare Stücke eben dabei, die einfach sagen wir mal, die Lösung aufzeigen. Also Michael Steinmacher, Liedermacher aus Frankfurt, den eigentlich kein Mensch kennt, der hat einen Verein gegründet, Virus, also nicht mit Viktor, sondern mit Wilfried vorne. Und da ist ein Lied drauf, ein neues Wir, und der beschreibt einfach mit einer Ballade, die ist sowas von göttlich, eigentlich eine Lösung für uns Menschen. Und vielleicht muss man einfach beides tun. Und also wenn du Bock darauf hast, wir werden eine zweite CD im nächsten Jahr rausbringen. Vielleicht können wir auch da was machen, weil über die Musik mit der Balance Themen benennen und Lösungen aufzeigen, vielleicht sogar noch mit Film und Soundtrack, also da erreichen wir die Menschen, weil dann haben wir die Emotionen, sowohl die positive wie auch die negative. Und da sind ja dann auch alle eingeladen. Und nur tun müssen wir es einfach. Also in dem Sinn, wir kriegen es schon hin. In der persönlichen Erfahrung, ich habe so eine Zeit gehabt, wo ich so diese Widerstände in mir gehabt habe, und das hat sich auch in meinen Texten geäußert. Und das war mein innerer Kampf. In meinen Texten, was ich schreibe, ja. Und das war das, was ich geschrieben habe, das war ich. Und das war ein Prozess für mich. Und ich wollte es aber jedem mitteilen. Jeden Menschen wollte ich es mitteilen. Weil in mir einfach ein Teil einfach geführt hat zu mir. Und in der Entwicklung haben sie einfach meine Texte auch verändert, weil ich mit mir nicht mehr kämpfen muss, mit mir selbst. Und ich will mit niemand anderem mehr kämpfen.
Und deswegen hat sich auch dieses Schreiben bei mir verändert, weil ich hat immer ein Teil gefehlt, wenn ich dann einfach geschrieben habe und dann einfach vielleicht du in deinen Texten es rüberbringst und ich meinen geschriebenen Text rübergebracht habe, habe ich gewusst, es ärgert mich was. Es ärgert mich was, etwas. Aber das bin ich selbst. Ja. Sei es, ich werde nicht gehört, ich bekomme diese Aufmerksamkeit nicht über das, was ich schreibe. Und das habe ich verändern dürfen und das habe ich lernen dürfen, das zu verändern. Weil sonst, ich gehe unter. Nicht die, die was du bewegen möchtest, gehen unter. Die leben weiter, aber du gehst unter dann in dem Prozess. Und ich will nicht untergehen. Wenn ich mein ganzes Herz für die Menschen öffne, will ich nicht untergehen in den Prozess, sondern ich will mich um mich kümmern. Das ist was anderes. Ich kümmere mich um mich. Und wenn ich mich um mich kümmere, kommen die Dinge hoch, die was ich lange Zeit zurückgestellt habe, weil ich mich immer wieder für andere kümmern wollte. Und jetzt entdecke ich, Peter, wenn du so weitermachst, das geht nicht. Du hast immer dich zurückgestellt. Du hast immer geglaubt, es ist wichtiger. Und jetzt probier doch endlich einmal, was willst du wirklich? Was willst du wirklich und warum hast du es so oft zurückgestellt? Um andere zu gefallen oder andere zu verstehen? Wollen wir alles verstehen in unserem Leben? Müssen wir alles verstehen in unserem Leben? Wollen wir uns selbst nicht verstehen? In den Augenblick, in dem Moment? Wo es uns Zeichen schon zeigt, dass wir uns um uns selbst nicht kümmern. Aber wir werden immer wieder darauf hingeführt zu uns. Und mit deinen Texten, von denen du erzählst, du hättest die späteren nicht schreiben können, ohne dass du die vorherigen geschrieben hast. Ohne dass du die vorhergehenden geschrieben hättest, hättest du die späteren nicht schreiben können. Nicht? Jetzt, welcher Text ist wertvoller? Gar keiner. Nein, sie sind alle wertvoll. Ja, aber es ist auch nicht ein Singen wertvoll. Natürlich, natürlich. Es ist wertvoll, dass du jetzt so gesungen hast, weil das ist der Prozess. Und das ist der Ausdruck deiner Seins. Und jetzt veränderst du dich aber. Und jetzt wird sich auch das verändern in dir. Weil du liebst ja Menschen, oder? Wir lieben ja die Menschen, wir lieben die Seelen, ja? Und die Seelen haben auf einer anderen Ebene, die Verbindung ist auf der Ebene, wo die Seele dich versteht. Und da kommen wir durch, wir kommen einfach auf der Seelenebene durch. Mit Texten, mit den Worten, was wir sprechen, fühlen wir oder bringen wir die Menschen zu ihren Gefühlen, ja? Die Seele versteht es, ja. Auch wenn der Mensch da anders handelt manchmal. Aber das sind wir Menschen. Ja. Okay. Mach, was dir dein Herz sagt. Das sage ich allen Leuten auch. Mach, was dein Herz sagt. Und wenn sich's gerade ändert, mach's. Schreib den Song. Und wenn es ein krasser Text ist und du bist dir unsicher, dann leg ihn in die Schublade. Vielleicht brauchst du ihn irgendwann. Aber du bist der Typ dazu. Das ist dein Leben. Schreib den Text. Fahr heim. Also, ja, also wenn ich denke mir dann so, ja, vielleicht hast du recht, ja. Also dass es so ist, dass du einen Text schreibst und der ist drastisch und der ist krass und der bewirkt natürlich auch was bei anderen Leuten, dass man quasi eigentlich ein eigenes inneres Problem sozusagen in diesen Text sozusagen reinlegt, was dazu führt, dass sozusagen der eigene Konflikt, den man da hat, ins Außen getragen wird und dann sozusagen wieder zu dir zurückschwappt. Das Ding ist, nur wenn ich meine Texte schreibe, dann finde ich die eigentlich immer richtig gut. Ja, also die sind eigentlich genauso, wie ich die auch haben will. Im Gegenteil, manchmal will ich die sogar noch viel krasser haben, ja, wo ich mir dann denke, so, also es gibt ja Leute, die machen das ja auch bestimmt aus einem sinnvollen Grund, die sagen vorher, also ich werde jetzt krasse Sachen erzählen, zum Beispiel in der Ukraine ist nicht alles schön, sondern Poroschenko arbeitet mit Faschisten zusammen, aber sie müssen das nicht kaufen. Ja, also sich quasi im Vorfeld schon mal zu sagen, jetzt können Informationen, die sind für dein Ego verletzlich, die machen dein Weltbild quasi kaputt. So, ne?
Aber naja, irgendwie mag ich es auch. Also so ein bisschen den Spiegel vorhalten, irgendwie auf brutalste Art und Weise, wenn derjenige, der da Scheiße baut, morgens ungeschminkt aus dem Bad rauskommt sozusagen, ja. Aber klar, das ist eine Sache, da hast du schon recht, da werde ich mal in mich gehen, aber ich glaube, sowas ist auch immer ein Prozess, den man irgendwie, vielleicht macht es irgendwie da Klick, bei mir hat es da noch nicht Klick gemacht, obwohl natürlich ein Wandel da sein muss, weil wir sehen es ja, die Zahlen gehen zurück, die Menschen gehen zurück und du sagst es am Ende wird gar keiner mehr da sein und man kann sich natürlich an was klammern, was irgendwann mal funktioniert hat, das ist nicht meine Art, ich bin für Wandel immer offen. Allerdings finde ich es doch immer noch reizvoll, Menschen sehr stark mit Dingen zu konfrontieren, die sie vielleicht für grenzwertig halten. Irgendwie. Ich glaube schon irgendwie, dass ich ein bisschen dafür da bin, quasi. Ja. Das möchte ich allen Leuten mitgeben. Macht das, was euer Herz sagt. Ich kenne Maler, die seit 2 Jahren kein Bild gemalt haben. Ich selber habe Hobbys vernachlässigt, weil ich Finanzamt, Bank nur Mist auf dem Tisch habe und einfach überhaupt nicht mehr mir die Zeit nehme. Und das ist ein Strudel nach unten. Und dann verlierst du auch die Gäste. Der Klaus macht auch einfach ein Medienfestival, einfach so, weil er es aus dem Herzen raus macht. Und er latscht durch Bayern und macht einen Friedensweg, ja? Weil er sein Herz verlangt hat. Ob das jetzt Sinn macht oder nicht, oder was du draus machst, nimm dir die Zeit, das zu tun, was dein Herz möchte. Und das sage ich allen Menschen. Super. Ja, ich denke, ein Wort möchte ich noch sagen. Wir wissen ja, teile und herrsche. Das heißt ja immer so, das sehen wir jeden Tag in der Gesellschaft. Ich möchte es umgekehrt haben, herrsche und teile. Herrschen wir alle über uns und das in uns, wenn wir diese Energie in uns haben und freigeben können, dann teilen wir doch gerne. Und ich glaube, das versteht wohl an jeder und das ist mein Abschlusswort und ich bin voll neugierig. Deine Musik gleich, da hören wir ja gleich bestimmt eine gute Texte, ich denke mir mal, was ist los in diesem Land, ist einer meiner Favoriten. Damit bin ich richtig wach geworden bei dir, in deiner Musik, für mich. Ne? Hat mich total angezogen und das ist auch eigentlich ein Song, der eine gewisse Situation auch präsentiert, was eigentlich los ist. Die Frage alleine schon zu stellen, was ist los in diesem Land? Und das heißt ja auch ein Song, diese Stadt gehört schon lange nicht mehr uns. Das sind ja Christoph und Lolo. Ja, wunderbar. Ich sag mal, wenn hier so noch was gesagt werden möchte, gerne jetzt nochmal Fragen aus dem Publikum, Anregungen. Im Moment passt's. Ja, dann würde ich doch sagen, Dankeschön, dass ihr heute Abend hier wart. Marcel, gleich deinen Auftritt und ein bisschen brauchen wir noch, bis wir dann aufgebaut haben. In der Zeit spielen wir ein bisschen Musik ein. Dankeschön und ja, beenden wir das jetzt. Danke. Erste Okidok Medienfestival von Klaus Glatze. Veranstaltet in Rudolf Bemmers Oldtimerverein und Museum aus dem Jahr 2017 von 9. bis 11. Juni in Blindenmarkt.